Hallo Leute, ich bin iNRollPlay und ich würde euch gerne jetzt ein Gameplay zeigen, was ich vorige Tage gespielt habe auf der Map Mission, eine Runde Domination. Diese Runde war ziemlich gut, glaube ich. Ein 63-9, ihr werdet es ja selbst sehen. Ja, es fängt nicht gut an. Einer tötet mich mit der FMG 9 Akimbo, die mich sowas von übelst aufregt. Deshalb werde ich mir die auch gleich mal nehmen von dem Gegner. Ja. Aber benutzen tue ich sie natürlich nicht, auch wenn ich kurz damit rumlaufe. Mein Class Loadout ist die MP7 mit Silencer und Rapid Fire. Und also, ja, Schnellfeuer, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Und Schalldämpfer. Und meine Nebenwaffe ist die Magnum in der Akimbo-Version. Hier mache ich ein paar schöne Kills mit der MP7, die sehr, sehr präzise auf eine große Distanz. Da habe ich schon meine erste Predator für dieses Match, aber mache ich noch nicht, denn da hinten kommen ganz, ganz viele, eine Traumsituation für jeden Gamer. 5 oder 4 Leute auf einmal, aber ich konnte nur 2 davon killen. Jetzt mache ich meine Predator, da sind 2 Leute und da habe ich schon meinen AF6 Overwatch, der mich natürlich begleitet auf meinem Wege, aber mir letztendlich nicht so viel bringt. Da nehme ich den Gegner weg und wieder ein Kill. Jetzt wollte ich noch 2 Kills oder 1 zum Payflow. Ich sollte vielleicht mal eine Flagge einnehmen, da die Gegner 2 Flaggen haben und wir nur eine. Aber zuerst muss ich diese Area hier abchecken. Sieht so aus, als würde keiner kommen. Ich gucke um die Ecke. Oh, da sehe ich. Da habe ich ihn kurz gesehen, aber ist natürlich alles Taktik, dass ich zuerst weggehe und der mit seinem Last Stand. Ich hasse Last Stand. Ich verstehe nicht, warum die Entwickler das eingepackt haben. Messern kann ich auch nicht mehr. Ich konnte in MW2 richtig gut messern, aber jetzt, keine Ahnung, ich habe es irgendwie verlernt. Das Spawn-System ist wie immer gut. Zurück zu Last Stand. Ich hasse Last Stand. Ich verstehe echt nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Last Stand oder Second Chance war immer einfach der Horror für jeden ambitionierten Call of Duty-Spieler. Die Entwickler meinten, sie nehmen es raus, aber naja, sie finden immer wieder neue Wege, um ihr Versprechen zu brechen. Es wird Zeit, A einzunehmen, aber da wir ja 2 Flaggen haben und die Gegner nur eine, muss das nicht unbedingt sein, dann dauert das Match auch länger. Ja, ich gehe außen rum, vielleicht kann ich die Gegner von hinten überraschen. Ich sehe da hinten 2 Leute oder so. Da könnte einer sein, ich renne in die Ecke. Aber der Gegner ist weg. Oh, da ist einer. Vielleicht gucke ich jetzt von rechts. Ich sehe keinen, jetzt da hinten ist er. Ja, jetzt ist schon fast mein Magazin alle, da noch ein Kill und da unten habe ich noch einen gesehen, aber da habe ich keine Munition mehr für gehabt. Der Gegner hier hat leider keine Waffe fallen lassen, deshalb muss ich mit meinem Magnum Akimbo noch einen Kill machen, bevor ich mir die nächste Waffe snacken kann. Ja, hier will ich mich eben noch verstecken, während ich meinen Predator mache. Interessant, wie ich den Predator anwende und trotzdem einen Kill mache. Aber ja, da ist dann der nächste und von dem nehme ich mir nochmal glatt seine AK-47. Die mir in dem Spiel nicht so gefällt. Sie hat sicherlich seine Stärken, aber zum Großen und Ganzen hätte ich mir doch gewünscht, dass sie stärker ausgefallen wäre, würde, ist und... Oh, ja, sehr gut gemacht von mir. Aber da habe ich die PP2000 oder was? Ja, egal. Ich denke noch PPSH von Call of Duty World of War. Naja, egal, ich habe die die AK-47 hier in Blue Tiger Camo und da hinten müssten jetzt was sein. Ne, da unten. Ah, ist mir zu gefährlich. Die Area ist einfach zu offen, deshalb gehe ich mal ein bisschen außen rum. Da unten ist schon einer. Und eigentlich wäre mir jetzt geraten, A1 zu nehmen. Da die Gegner 2 Flaggen zurzeit haben. Und genau das werde ich jetzt auch tun.
Leg mich dahin. Da hinten müsste jetzt einer kommen und den setze ich mir natürlich. Da habe ich auch schon den Payflow, den ich natürlich sofort mache. Aber irgendwie mache ich jetzt nicht so viele Kills damit auf dieser Map. Kurz mal den abchecken und wieder den Berg hier hoch. Um die Ecke. Die Gegner haben B eingenommen. Müsste jetzt gleich einer sein. Ich mache diese Waffe. Ich komme einfach nicht auf den Namen. Irgendwas mit PP. Ein schöner Double Kill mit der AK. Das sind die Glücksmomente, die ich mit der AK habe. Die in den vorigen Call of Duty Teilen einfach viel, viel besser war irgendwie. Und ich sehr, sehr gerne mitgespielt habe. Aber nun, naja, habe ich da meine anderen Favoriten. Wie zum Beispiel in diesem Prestige jetzt die M4-1, die ich schon fast auf Gold habe. Beziehungsweise die habe ich jetzt auf Gold. Und die ist echt sehr, sehr präzise und ja, sieht einfach toll aus in Gold, ne? Jedenfalls habe ich jetzt schon eine 15er-Serie oder so. Oder bin ich gestorben? Na egal. Oh, habe ich ihn verpasst, aber mache ich mit einer Pelle drauf. Oh, was war das? Ja. Sieht so aus, dass eine Millisekunde bevor ich den treffen konnte, eine andere Predator auf den geflogen ist. Das nennt man natürlich Pech und das Pech setzt sich natürlich sofort weiter, dass ich gekillt werde. Egal, ich renne um die Ecke, schön hingelegt von mir. Dann nehme ich mir sofort seine Waffe. Ich mache diese Waffe, habe ich gerade schon gesagt. So, so, oh, schön hingelegt. Aber ich, wenn ich versuche einfach total hyperaktiv zu spielen, dann klappt das auch meistens. Ich bewege mich einfach dann viel zu viel. Ich glaube, meine Sensitivity ist auf 8 oder auf 10. Ich weiß gar nicht jetzt genau. Also die ganzen richtigen Pro-Gamer, die spielen alle nur auf Sensitivity 3 oder 4. Habe ich auch mal ausprobiert. Und natürlich die Genauigkeit, mit der man dann schießt, ist viel, viel höher. Und man trifft viel, viel schneller oder viel besser die Gegner. Aber irgendwie macht mir das mehr Spaß, mich so schnell bewegen zu können. Da war jetzt Pech. Naja. Die Gegner haben zwei Flanken. Ich renne zu B. Oh, da hinten. Natürlich, das ist immer meine Taktik. Ich werfe viele, viele Stun Grenades und blende die Gegner damit. Und auf diese Stun ist die MP7 natürlich sehr gut. 500 Kills habe ich jetzt mit der Weapon. Und da stecke ich mir noch ein. Und ich müsste noch einen da hinten töten. Ja. 4 Kills auf diese Distanz. 2 davon mit der Stun Grenade. Bis dann. Super. Weiter geht's. Wir haben B eingenommen. Wir liegen aber immer noch zurück. Ich glaube auch, dass wir nicht gewinnen werden. Dieser Gegner war keine große Herausforderung für mich. Ich nehme die ACR. Ich kann mit sehr vielen Waffen eigentlich ziemlich gut spielen. Deshalb verlasse ich mich jetzt nicht unbedingt auf meine Waffe und benutze die dann mit Plünderer oder Scavenger. Damit ich große Magazine habe und eigentlich nur mit einer Waffe spiele. Das ist eigentlich relativ egal, wenn mein Magazin alle ist, dann nehme ich einfach die Waffe eines zuvor erledigten Gegners. Hier mal wieder schön zu sehen, wie gut ich meine Predator anwende. Und dieser Gegner hat keine Chance, aber dann müssen natürlich zwei auf einmal kommen. Das ist Pech und das ist echt schade. Weil ich hatte, glaube ich, eine hohe Serie und es liegt echt in meinem Interesse, mal eine MOAB zu schaffen. Das war wirklich dumm gemacht. Ich habe echt noch nie eine MOAB geschafft. Ich habe so viele Runden, in der ich einfach total super bin. Aber ich kacke einfach immer ganz kurz vorher ab. Ich habe schon zweimal bei Serie 23 mich gestorben. Ich glaube, ihr kennt das, wenn ihr eine richtig hohe Serie habt und dann euer Herz rast richtig schnell, jetzt nur noch ein Kill und dann kommt einer von einer Seite, die du eine Millisekunde nicht im Blick hattest. Und dann, ja, könnte man ausrasten, ne? Hier schieße ich schon vorher, da ich wusste, der Gegner kommt. Und, oh, ich sprinte um die Ecke, messer den. Aber ich frage mich in solchen Situationen, warum jump ich da nicht einfach um die Ecke und mache einen Kill in der Luft? Aber das ist dann wohl zu viel für mein zu begrenzten leistungsfähiges Gehirn. Oh, ja. Das ist wieder diese... Oh, hallo. Jo. Und da verstehe ich auch nicht, wieso ich den töte. Das ist schade. Das Spawn-System ist cool. Er freut sich natürlich wieder. Eine Granate da hoch.
mit der ACR komme ich gut klar. Einmal kurz wegspringen und wieder mit drinnen legen. Ich mache das ziemlich oft so, dass ich, wenn ein Gegner mich sieht, dass ich erst in Deckung gehe, um dann eigentlich sofort wieder aus der Deckung herauszuspringen, weil die dann meistens versuchen, dir nachzulaufen. Und in dem Moment, wo sie dann gerade sprinten, erwische ich sie dann in einem überraschenden Moment und kann sie killen. Hier mit der Striker. Die Striker finde ich auch ziemlich gut. Ich finde allgemein, die Shotguns machen sehr viel Spaß. Sie werden sehr wenig benutzt. Aber darüber kann ich in einer nächsten Episode von meinem Gameplay drüber reden. Das war's. Ich werde als Letzter getötet, obwohl ich kurz vorher noch einen Triple Kill gemacht habe mit der Predator. Ich hoffe, es hat euch gefallen und abonniert mich oder so, wenn ihr wollt oder nicht. Von mir aus. Also, wäre schon cool. Und bis nächste Mal. Haut rein.